Wenn mir jemand die Lava einmal gibt, kletter ich da hoch. Oh, und die sind hier unten! Alter! Okay, sie sind drauf. Los geht's ab in den Baum. Wir bauen hier hoch. Ja, okay, los auf den Baum hier. Wobei, ich glaube, das sind dumme. Wer hat gerade geschossen? Versucht, ob ich sie anhitten kann. Okay. Sind die runtergekommen? Die haben mich mit der Sniper getroffen. Ich weiß nicht, ob sie runtergekommen sind. Nee, die stehen noch da oben. Nee, ich glaube, das ist eine dumme Idee, in den Baum zu gehen, weil dann können die sich entweder rüberporten oder ja, warte, uns ganz da ruhig. Ganz Leute, ruhig. Ich habe eine Idee. Kann ich was vorschlagen, bitte? Ich würde gerne den anzünden. Ich würde bitte am Plan bleiben. Ja, stimmt, wir wollten den anzünden. Ich bin unter deren Baum, ich zünde ihn jetzt an. Okay, perfekt, ich komme auch. Domse, du hast doch einen Lava-Eimer, ne? Ja, habe ich. Ich renne jetzt auch dahin. Kannst du den irgendwie in den... Also, das Problem ist, wir brauchen viel Feuer, damit der ganze Baum abbrennt. Wir haben Wasser hier unten. In den Baum? Ja. Okay, cool, dann setzen wir da einfach überall Lava drumherum. Ich habe das Wasser, ist glaube ich nicht mehr da. Marcel, hast du eine Axt? Nee. Ja, aber ich will die jetzt ungern nehmen. Da ist was. Bist du da auf der anderen Seite? Ja, okay. Ja, das bin ich. Da ist immer noch Wasser in dem Baum. Nur ich hab jetzt auch mal Lava reingesetzt. Warte, ich rüste kurz meine. Das wird schön zu Stein. Ich hab die ausgerüstet. Ja, die können ja nicht irgendwo runterspringen, oder? Hier. Scheiße, meine Lava ist zu Obsidian geworden. Fuck. Ich war so dumm. Hier. Jetzt hab ich keine Lava mehr. Scheiße. Hast du noch Lava, Marcel? Mach mal das restliche Wasser weg. Ja. Du musst irgendwie in den Baum hochklettern und dann die oben kommen runter! Die kommen runter mit Wasser. Was? Die kommen runter. Oh mein Gott. Digga, wie episch das aussieht. Okay, Leute. Ihr wisst Waffeln. Den Plan, den wir damals hatten, die sind doch gar oder? Nicht hier. Die sind doch noch ja, aber oben. Die kommen... Oder das ist Ablenkung, die kommen gleich mit einer Enderperle. Leute, schaut überall rum und rennt ein bisschen hin und her. Warte, ist gerade einer von denen rüber zum... Nee, zum Lich werden die nicht gesprungen sein, Digga. Nein, das glaube ich kaum. Ich versuche immer. Eine feindliche Truppenbewegung. Wo geht ihr beide hin? Battlefield, Digga. Dominik, bleibst du bitte bei mir? Ich versuche. Oh, sorry, ich bleib bei dir. Könnt ihr mich deffen? Ich versuche immer den Baum immer weiter anzustimmen. Hat sie jemand im Auge? Nein, wir wissen nicht, wo die sind. Die können sich irgendwo hingeportet haben oder die sind echt mit dem Wasser runter. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum die Wasser runtergelassen haben. Das war Lockablenkung. Das war 100% irgendeine Ablenkung. Oh, Achtung, da ist eine Schlucht, Leute. Passt auf. Ja, geht da nicht. Das ist so gefährlich. Ja, ich sehe Gusli ist locker noch rum. Ich hab ihn gesehen, er ist rechts. Ich bin nicht weggeportet. Nee. Das wäre auch zu riskant. Aber ich glaube, der Baum fängt jetzt gleich schon Feuer, oder? Ja, ich bin immer weiter am Anzünden. Also auf die Seite hier, meine Seite brennt richtig. Marcel, ich zielt wieder, passt auf, ne? Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Nein, wir müssen oben die Blätter anzünden, das bringt nichts hier unten. Doch, das klettert hoch, das Feuer, oder? Kann ich hochklettern? Also ich würde hochklettern. Junge, das ist Selbstmord. Zielen beide von uns. Das ist nicht. Pass doch. Auf. Wenn mir jemand Lava einmal gibt, kletter ich da hoch. Oh, die sind hier unten! Alter! Dominik! Oh mein Gott! Oh, wo ist er denn hin? Hinter! Hab ich ihn? Nein, er ist oben! Fuck! Das gibt's doch nicht! Ich hab ihn nicht mehr! Nein! Kill ihn! Das hat mich auch, Digga, das nein. Gibt es nicht. Er kämpft nicht um, was hat er für eine Rüstung? Ihr müsst auf einen gehen. Alter, das gibt es tot. Doch nicht. Die ficken uns alle. Okay. Die Nö muss auseinander. Okay. Ja, die haben bestimmt noch einen OP-Gold-Apfel oder so gegessen. Das Ding ist, Dominik, ich bin halt, ja, hatten sie auch. Die haben halt beleuchtet wie sonst was. Dominik, ich bin halt runtergefallen zu dir und dann konnte ich halt auch nichts mehr essen oder so. Ich bin runtergefallen. Ich habe erstmal nicht gecheckt. Ich wollte ihn abschießen, aber dann habe ich gesehen, die bewegen sich. Dann ist er runter. Dann habe ich aber gerade noch schnell einen Gold-Apfel gegessen. Alleine dann wollte ich auch schießen, aber ich habe ihn nicht richtig getroffen. Alleine wie er weggeflogen ist, als du ihn abgeschossen hast. Was ist mit Zottel? Ja, dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe einfach... Das ist so schade, dass die Panzerschreck einfach nicht mehr so gut ist. Das ist so schade, man investiert so viel. Zottel lebt noch, ja. Ja, Zottel ist der ruhige Töter. Okay, also für uns beide ist das Battle gelaufen. Wir spectaten jetzt, oder Marcel? Ich würde auch sagen, Game Mode 1. 2, ne, ist der Spectator Mode. Oh. Nee, Game Mode 3. Ah ja, da bin ich auch noch. Ach, gibt's noch gar nicht. Also ich sehe auf jeden Fall den brennenden Baum. Ich flieg dahin. Ja, dann nimm Unsichtbarkeitspotion oder so. Wo kann ich die denn? Wo sind denn Potions? Invisible. Einfach suchen danach. Achso, also Leute, wir spectaten jetzt mal. Vielleicht reißt Zottel einfach alles. Ich bin weggerannt. Ihr braucht gar nicht zu spectaten. Okay. Gut, also für Marcel und
Nicht warst du es definitiv. Ich hab mit einem halben Herz überlebt. Alter Schwede. Hey, seid ihr schon raus? Wir haben uns gesagt, wir machen diesen Fight noch und dann hören wir auf. Ach so, okay. Also Leute, das war's mit dieser Battle-Staffel. Wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn es am Ende her ein bisschen zäh war. Das ist halt relativ schade, wenn es dann immer ein Team gibt, was sehr, 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 sehr weit vorne ist. Aber gut, so waren wir manchmal auch in einigen Battle-Staffeln, da waren wir auch schon sehr, sehr weit vorne. Ist halt alles okay. Hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Und wenn ihr euch wieder so eine Battle-Staffel wünscht, vielleicht mit dem anderen Mod, dann schreibt dann eure Vorschläge in die Kommentare und stimmt hier oben rechts in der Infokarte ab. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald in einem neuen Battle-Projekt. Also, bis dann, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao.